8. Dezember. Eine normale Geburtstagsparty ist nicht genug. Auch noch eine Kostümparty soll es bei Soja sein. Aber welches Kostüm ist am besten? Lieber eine Giraffe oder ein Gemüse? Bruno ist das alles ziemlich wurscht. Während Soja ihrer Fantasie vollen Lauf lässt, hat er nämlich ganz andere Sorgen. Bruno stellt sich mal wieder schlafend, als ich maunzend vor seiner Tür stehe. Aber das kenne ich schon. Wenn ich nur hartnäckig bleibe und weiterrufe, macht er mir irgendwann auf. Siehst du, da kommt er schon. Ich höre sein Schnaufen durch die Tür. Du meine Güte, er muss wirklich dringend abspecken. Guten Morgen, gut geschlafen? Rufe ich ihm fröhlich zu, als er mir öffnet. Sehe ich etwa so aus? Knurrte er zurück. Seine Augen sind rot unterlaufen, als hätte er 3 Wochen lang nicht geschlafen. Mein Frauchen hat mich verdächtigt, die ganze Kieselsteine aus dem Brunnen gefressen zu haben. Sie hat mit Herrchen gestern Abend überlegt, ob sie mir den Magen auspumpen lassen müssen. Reicht das für einen guten Morgen? Oh, sage ich leise. Das habe ich nicht gewollt. Darf ich trotzdem reinkommen? Fragte ich. Der Hund seufzte und geht ein kleines bisschen zur Seite. Hör zu, was findest du schöner? Wenn sich meine Gäste zum Motto Katz und Maus verkleiden oder wie Prinzen und Prinzessinnen oder wie das Krippenspiel mit Ochsen, Eseln und Schafen? Ich habe auf unserem Dachboden ganz viele Kisten mit tollen Kostümen gefunden. Bruno sagte nichts. Okay, ich hätte auch noch zur Auswahl Giraffen, Flamingos, Kamele und andere Zootiere. Dann noch Wesen von anderen Sternen und Gemüse. Ich hab's. Jeder soll als Gemüse verkleidet kommen. Als Karotte, Aubergine oder Tomate. Kann ich nicht einfach als Wurst kommen? Fragte Bruno. Natürlich nicht. Auf meiner Party jedenfalls nicht. Meine Party ist eine gesunde Party. Er brummt missbilligend und es klingt nicht überzeugt. Warum kann man nicht einfach so kommen, wie man ist? Fragte er schließlich. Am Ende gibt es nur Ärger. Komplizierte Sachen machen immer Ärger. Stell dir vor, einer findet das Kostüm des anderen schöner als sein eigenes. Oder jeder tritt dem anderen auf dem Kostüm hinten drauf. Und der Stoff geht dabei kaputt. Oder man verwechselt einander, weil man sich nicht erkennt. Dann ist einer stinkbeleidigt und die Party ist gelaufen. Woran er alles denkt, aber wo er recht hat, hat er recht. Okay, die Gäste sollen einfach so kommen, wie sie sind, beschließe ich. Ich danke dir, du bist der Beste. Kann ich dir denn bei deiner Party noch irgendwie helfen? Fragte ich. Er winkte mich mit der Pfote ab. Läuft, alles im Griff. So ganz sicher bin ich mir da nicht, aber ich sage nichts.